Herzlich willkommen im Studio. Das Thema heute, der Rundrücken. Zu Gast bei uns, André Sersin. Danke, bist du da. Sehr gern geschehen. Ich bin sehr gern gekommen. Ja. Der Rundrücken ist medizinisch ohne großen Krankheitswert bis kein Krankheitswert. Aber wenn man genau hinschaut, in der Pubertät und dann beim Älterwerden, da finden sich sehr häufig dann massive Probleme im Zusammenhang mit dem Rundrücken. Und das wollen wir uns jetzt genauer anschauen. André, bei dir hat es in der Jugend begonnen. Was war da los? Genau. Während einem Schulbesuch haben meine Eltern festgestellt, der Sohnemann sitzt krumm. Was hat er genau? Wir sind zum Hausarzt. Der hat einen Scheuermann diagnostiziert. Das ist eine erbliche Krankheit. Übrigens, ich habe auch einen Scheuermann, bei dem die Deck- und Bodenplatten von der Wirbelkörper einfach nicht belastbar sind. Und dann drückt sie so ein bisschen zusammen. Genau. Und durch das hab ich so ein Rundrücken bekommen auf drei Wirbeln. Und ja, normaler Gang, Physiotherapie, Calcium einnehmen, Magnesium einnehmen. Und ja, mir hat das eigentlich gar nicht groß weh gemacht. Aber ja, eine gewisse Zeit lang hat man dann so Rückenschmerzen gehabt. Dann ist es lang gut gegangen, hat sich so arrangiert, hat sich bewegt und so. Ja, ist eigentlich gut gegangen. Ja. Und jetzt vor 2 Jahren ging es los, oder? Vor 2 Jahren sind dann Beschwerden aufgetaucht. Genau, die hartnäckiger waren, die mich dann auch wieder gezwungen haben. Gang zum Hausarzt, Diagnose, es hat nicht so richtig gefruchtet. Man hat Entspannungstherapie ausprobiert. Schmerzambulatoren, alles Mögliche, Spritzen und dann ist über eine Physiotherapeutin. Genau. Über eine Physiotherapeutin bin ich nachher auf die Spiraldynamik hingewiesen worden und sie hat gesagt, sie könnte das auch anbieten. Man hat dann angefangen und ja, so bin ich nachher auf diese Schiene gekommen, die ich gemerkt habe, die mir auch was bringt. Mhm. Genau. Super, jetzt schauen wir uns mal an. Ich habe ein Modell, die Sophie. Zeigt mal, wie eine bewegliche Wirbelsäule aussieht. Okay. Ja, etwas, wovon wir zwei nur träumen können. Schauen wir uns das mal an. Die Aufgabe an die Sophie ist hier, dass sie langsam die Wirbelsäule von oben nach unten einrollt. Und wir sehen jetzt hier, über die ganze Länge gibt das einen gleichmäßigen Bogen so nach vorne. Und nachher, oder wenn sie wieder hochkommt, oder so, dann kann sie sich nachher wieder schön gerade strecken. Jetzt, wie war das bei dir in der Spiraldynamiktherapie? Was hast du da gelernt? Wie ging das vonstatten? Also ich habe mal grundsätzlich gelernt, damit ich die Brustwirbelsäule, wo ich ja mein hauptsächliches Problem habe, dass ich die überhaupt bewegen kann und oder ihre Funktion überhaupt so nutzen kann, muss ich mich aufrichten. Mhm. Das sind wir dann angegangen mit verschiedenen Übungen, mit einer dreidimensionalen Bewegung, also versuchen die Verschraubung in der Wirbelsäule wieder herzustellen und dass das ein langer Prozess ist, dass das lange Zeit braucht. Wir sind ja vor allem an so Bewegungsübungen gegangen, nicht irgendwie an Kräftigung, sondern Bewegung, die Bewegung wieder in der Wirbelsäule herstellen. Schauen wir uns das mal an. Der Rhythmus ist immer, ich brauche zuerst das Bewusstsein, also die Koordination, den Ablauf schulen. Dann kommt die Beweglichkeit, dann kommt die Kraft, dann kommt das Tempo. Mhm. Jetzt schauen wir uns den Erfolg an. Wir sehen hier, also das ist vom August 2022 bis im September 2022. Also das ist ein guter Monat. Und da hat sich der Maximalschmerz von 8 auf 6 und der Durchschnittsschmerz von 6 auf 3 auf der 10er Skala reduziert. Also das ist schon gar nicht schlecht für 2 Monate. Und wir sehen hier die Einschränkung in der Freizeit von mittel auf leicht und die Einschränkung im Beruf von stark auf mittel. Mhm. Also wir haben relativ schnell einen ganz ansehnlichen Erfolg angesichts der Chronizität. Ja? Genau. Wie geht es dir heute? Es geht mir besser. Schmerzen, die vor allem nach unten, nach oben ausgestrahlt haben, habe ich besser im Griff. Sie sind noch nicht ganz weg, weil ich meine, seit meiner Jugend sind jetzt fast einige Jahre vergangen, in denen man eigentlich gesagt hat, nee, da kannst du vergessen mit diesem Rücken, da kannst du gar nichts mehr aufrichten, das geht gar nicht und plötzlich geht etwas.
Das wollen wir uns auch nochmal genau anschauen. Mhm. Und zwar, ich messe ja bei allen Patienten, messe ich den Rücken ganz genau aufs Grad. Mhm. Genau. Und bei dir waren es ja nahezu 90 Grad. 90 Grad, ja. Genau, auf der Brustwirbelsäule. Genau. 90 Grad. Und wir haben in 4-5 Monaten diese 90 Grad auf 72 Grad reduziert. Mhm. Und das sieht dann so aus, es ist immer noch sehr eindrücklich. Mhm. Also wir haben hier diesen Rundrücken von 72 Grad. Ausgangswert war noch mehr, fast 90. Hier ist dann das Hohlkreuz, das sind normale 40 Grad. Und immer noch entscheidend, es fehlt immer noch die Beweglichkeit. Also wenn ich sage, beug dich nach vorne, dann nimmt das auf 80 Grad zu. Wenn ich sage, streck dich nach hinten, dann kommst du auf 68. Das heißt, wir haben von 72 auf 68, wir haben dann nur 4 Grad Beweglichkeit. Also daran müssen wir weiterarbeiten. Genau. Ja. Und ist es dir gelungen, das jetzt so in den Alltag zu integrieren? Oder wie machst du das? Genau, ich glaube, das ist nachher der Knackpunkt. Also wenn man fast 40 Jahre krumm gelaufen ist, geht das nicht von einem Tag auf den anderen. Das ist mir ganz bewusst. Aber ich sehe den Fortschritt. Ich sehe, dass das noch etwas machbar ist. Und ich meine, ich möchte auch noch vielleicht noch ein paar Jahre leben. Also man baut das natürlich regelmäßig im Alltag ein. Es geht mir besser, ich kann besser damit umgehen. Man kann auch vom Kopf her besser damit umgehen. Und ich merke es auch, dass ich zum Beispiel wieder auf dem Teppich wieder gerade oder gerader hinlege. Ich muss nicht mehr so viele Kissen hinter dem Kopf oder beim Schlafen. Also da sehe ich wirklich auch einen Erfolg innerhalb von relativ kurzer Zeit jetzt im Vergleich zu meiner Krankheitsgeschichte. Also super. Da muss ich sagen, ja, ich mache weiter. Ja, das freut mich und ich wünsche dir auch viel Glück dabei. Und das häufigste Problem, das ich in der Praxis sehe, ist, dass man versucht, einen Rundrücken symmetrisch aufzurichten. Da gibt es Untersuchungen von Leistungssportlern, hat man gesehen, das beansprucht 30% der Maximalkraft und nach 4 Minuten, auch bei Leistungssportlern, ist fertig, dann bin ich wieder in der gewohnten Haltung. Und der Mensch ist ein aufrechtgehender Kreuzgänger, das heißt, aus evolutionsbiologischer Sicht ist die Aufrichtung mit dem Kreuzgang gekoppelt. Und das ist auch anatomisch, funktionell, biomechanisch so. Und das möchte ich nochmal, dass wir uns das genau anschauen. Also wir haben hier die erste Bewegung. Ja, das war die Seitbewegung der Fische. Und nach dem Landgang haben dann die Amphibien und die Schlangen haben das übernommen. Jetzt machen wir einen Sprung. Die zweite Dimension ist die Beuge-Streckbewegung. Ja, hier so aus der Bodenphase kommt jetzt in die Länge, oder wenn sich der Gepard maximal streckt. Also das hat dann ja auch was super Ästhetisches. Und dann kam der Mensch, die dritte Dimension, die Rotation. Und wir sehen hier eine Elite-Läuferin. Und es kommt gleich Slow Motion. Dann können wir das genau anschauen. Also man sieht hier, wie stark sie den Brustkorb hier nach rechts, und wenn wir ein bisschen weiter gehen oder schauen, wie sie den abwechslungsweise nach rechts und nach links dreht. Und wir sehen auch, wie toll sie die Hüfte streckt, wie der Nacken aufrecht bleibt. Also wirklich eine großklassige Läuferin. Jetzt wünsche ich dir alles Gute, und bevor wir abschließen, jetzt aus der Erfahrung, die du gemacht hast, oder gibt es da, das ist ja etwas sehr Häufiges, es gibt viele andere, die betroffen sind. Was ist so deine Essenz, deine Zusammenfassung? Was würdest du jungen Menschen raten, wenn sie in so einer Situation sind? Also ich würde sagen, den Kopf nicht hängen lassen. Wirklich, es ist immer etwas möglich. Man kann immer noch etwas verbessern. Mir ist es bewusst, ich werde bei mir nicht mehr ganz gerade laufen können. Aber es ist immer eine Verbesserung möglich. Und wenn man die richtige Therapieform findet und dann den richtigen Ansatz hat, ist immer eine Verbesserung möglich. Und das wirklich auch umsetzen und jeden Tag üben und dranbleiben. Wünsche ich dir weiterhin alles Gute, André. Merci. Herzlichen Dank für die Einladung. Danke.
Der Rundrücken, wie eingangs erwähnt, ist ohne Krankheitswert, aber wenn wir uns jetzt eben den Scheuermann und die Folgeerscheinung, die muskulären Verspannungen, die interkostalen Neuralgien, dass die Nerven zwischen den Rippen gereizt sind und dann im Alter die Osteoporose, ja, wenn ich mit dem Rundrücken eine Fehlbewegung mache auf der Treppe und es knackst, also es gibt eine ganze lange Liste von Problemen, die mit dem Rundrücken zusammenhängen. Ich denke da auch, durch den Rundrücken kommt es zum Knick im Genick. Es kommt zur Überlastung der Lendenwirbelsäule und. Das Fazit, der Rundrücken ist nicht harmlos. Ja, wenn Sie ihm begegnen, dann tun Sie etwas. Danke für Ihr Interesse.